Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Ganz normaler Run. Wir zocken mit der Seed BJMW W3JR. Und wir haben Brother Bobby, glaube ich, und den Remote Detonator. Und ja, wir haben die wunderbare Trunks-Frisur. Die ist natürlich ultra sexy, aber was ist das für... Das ist interessant. Unsere Tränen sind nämlich, glaube ich, gar nicht so schlecht, oder? Warte mal ganz kurz, musste mal ganz kurz in die Stats reingucken. Nochmal ganz flink. Damage und Fire Rate ist ziemlich gut. Also lassen wir das einfach mal sein. 3 Leben ist, denke ich, auch in Ordnung. Und Hauptsache, wir haben ja einiges an Fire Rate und Damage. Oh, shit. Das war natürlich wieder... Komm schon. Bisschen ein paar Steine sprengen. Sehr gut. Ja, leider kein... Oh ja. Oh ja. Mom's Contacts. Eins meiner Lieblings-Items. Der Effekt ist zwar jetzt nicht so häufig. Also ich glaube... Oh, jetzt aber irgendwie... Ich hatte es eigentlich weniger in Erinnerung. Und es kommen relativ häufig die roten Schüsse. Die sorgen dafür, dass eben Gegner gestunt werden. Puff. Oh, das Herz könnte ich gebrauchen, egal. Oh, shit. Und ja, Stun ist natürlich extrem gut bei Bossen. Wer hätte es gedacht, Leute? Wer hätte es gedacht? Ansonsten ist es auch ziemlich gut. Komm her. Bit, 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 bit. Okay, sehr schön. Ich werde bloß jetzt mal ganz kurz das hier sprengen und das hier auch. Um zu testen, ob ich hier vielleicht die Falltüre finde. Oh nein, war das gerade schlecht. Egal, wir kriegen das schon wieder gebacken. Was ist das? Pheromones und Pretty Fly. Oh, gar nicht übel, meine Freunde. Gar nicht übel. So, da seht ihr es, er ist gestunt. Und das Gute ist, wenn er einmal gestunt ist und ihr habt eine einigermaßen vernünftige Fire Rate, dann funktioniert das auch relativ gut mit dem, von wegen man stunt ihn nochmal. Aber, naja, wir werden sehen. Wir holen uns jetzt natürlich hier nochmal das Leben. Ich könnte jetzt vermuten, wo das Top Secret Room ist, aber ich weiß es gerade nicht. Und gedusch. The hell? Ach so, stimmt ja, ich habe ja Remote Detonator Fail. Total vergessen hier. Egal. Wir gehen weiter. Es ist Zeit für Little Haunt. Oh bitte, stirb schnell, bevor die anderen zwei kommen, weil das ist, also mit 3 Viechern ist das gar nicht so schön. So, wir killen zuerst dich. Brando. Und ich bin bei einem halben Leben. Das ist gar nicht gut. Muss aufpassen bei dem Viech. Ich glaube, das Ding backt sowieso ein bisschen rum. Mit seinen Angriffen. Komm schon. Wow, wow, wow. So, gestunt. Bitte, bitte nochmal stun. Oh, shit. Oh, scheiße. Sehr gut. Los, nochmal eine rote. Hä, hey, was? Oh, was geht jetzt gerade ab? Wieso kam da gerade kein Stun? Hä, hey, schon wieder nicht? Was soll denn das? Also der backt sowieso am meisten rum. Keine Ahnung, ich hab das habe ich noch nie kapiert. Den juckt das überhaupt nicht. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Tears und Shot Speed Up. Vor allem das Tears Up ist sehr gut für uns. Ich glaube, da ist auch ein kleines Damage Up drin. Bin ich mir eigentlich fast schon ziemlich sicher. Ja. Yep. Stirb. Schnell diese Spinne killen. Also manchmal ist das mit dem Stun auch blöd, aber das ist eigentlich in den seltensten Fällen, wenn man halt einfach erwartet, dass ein Gegner irgendwie sich bewegt und dann bewegt er sich einfach nicht mehr. Aber das ist in den seltensten Fällen. Aber das ist auch das, was die, was viele so Pro-Gamer oder Pro-Isaac-Spieler eben an Tier-Effects wie zum Beispiel Furcht eben bemängeln. Dass sie sagen, ja, alles was dafür sorgt, dass sich Gegner, ja, merkwürdig verhalten, ist eigentlich nicht so gut, weil... Ja, dann kann ich einfach nicht normal dodgen. Was kriegen wir? Oh, das ist Little Chubby. Das ist gut. Little Chubby ist übrigens, glaube ich, ein Special-Item. Das heißt, wir werden weniger andere Special-Items sehen. Ich weiß ja nicht, es gibt normale Items und Special-Items, soweit ich das richtig verstanden habe. Und zum Beispiel The Wafer. Ziemlich, also die meisten ziemlich guten Items sind Special-Items. Chubby ist, glaube ich, eins davon. Und das heißt, dass wir halt jetzt eine geringere Chance haben auf Special-Items. Und die wird halt auch geringer mit jedem anderen Special-Item, was wir kriegen. Aber das ist nicht schlimm, weil... Hallo? Ein richtig gutes Item hier. Oh, shit. Ich muss aufpassen bei dem Ding. Oh, scheiße. Genau deswegen. Das Ding springt einfach von A nach B. Und das juckt ihn überhaupt nicht. Oh, ich hätte gerne... Ich hätte wirklich gerne die Kiste. Ich versuche mein Bestes. Ja, shit. Ach, ich warte mal. Ich habe ja wieder... Das ist geil. Das ist geil. Ah, komm schon. Ich krieg das hin. Nochmal. Ja. Komm. Nochmal. Okay, wir benutzen eine letzte Bombe.
Okay, yes. Nein! Okay, das müsste funktionieren. Komm. Komm, 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 komm. Nein. Nein, Bobby, du verdammter. Okay, komm, komm, komm raus. Jawohl, 1 Cent gekriegt. Richtig krasse Aktion auf jeden Fall. Das war super pro-like. Nicht, aber egal. Wird schon passen. Wird schon passen. Oh, das ist sehr gut. So, meine Damen und Herren. Wir sprengen das Ganze natürlich. Kriegen hier nochmal 2 Spinnchen raus und 2 Cent. Normalerweise habe ich echt voll Unglück, was diese, oh mein Gott, war das schlecht. Was diese Krüge angeht, aber jetzt irgendwie gerade gute Sache. Übrigens, Little Chubby ist ziemlich gut, was Pin angeht. Und das mit dem Stun ist anscheinend auch ziemlich gut. Aber irgendwie funktioniert das mit den roten Tränen noch nicht so ganz. Und das ist perfekt. Perfekt. Aber irgendwie macht der Little Chubby nicht so viel, wie ich eigentlich in Erinnerung hatte. Egal. Speed down, naja. Oh, das ist perfekt. Danke für den Mark. Danke, 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 danke. Damage up ist gut. Damage up ist gut. Ein weiteres Soul hat es ebenfalls gut. Tot. Ihr seht schon, unsere Tränen sind derbe overpowered. Also zumindest jetzt schon am Anfang vom Game. Aber ich habe ein bisschen viel Zeit verschwendet. Leider hier nichts. Ich kann mir schon vorstellen, wo das Ding ist. Oh, das ist vielleicht sogar gar nicht so übel. Oh, das könnte gut sein. Ich verschwende bloß... Okay, das war sehr schlecht. Okay, ich muss ihm merken, dass da dann auch keine Bombe ist. Weil man kann ja durch die Stacheln durchlaufen. Dann ist er hier auf jeden Fall. Ist es jetzt leider nicht wert gewesen. Egal. 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 Passt schon. Oh, hier ist ein Krug. Da müssen wir drumherum laufen. Da habe ich ja fast schon was übersehen. Das wäre natürlich unglücklich gewesen. Wir kriegen mal 2 Solans. Danke, danke. Und wir gehen weiter. Ja, das hätte man natürlich jetzt wesentlich schlauer spielen können. Also gebe ich auf jeden Fall... Oh nein, da hätten wir schon wieder schlauer spielen können. Ich sehe die... Was ist denn los hier? Ehrlich, in Cellar sind wirklich die X-Steine gar nicht so schlecht versteckt. Also man kann das schon alles easy finden, wenn man sich anstrengt. Aber nee, irgendwie ja nicht. Wow, das war best trade ever. Also ich muss sagen, unsere Tränen, die gehen ordentlich ab, du. Richtig, richtig professionell, du. Okay, das heißt, wir versuchen es wieder mit dem Analogstick. Sehr gut. Wunderbar. Oh, Bonies, ich hasse euch. Aber ich liebe euch. Aber ich hasse euch. Aber ich, wir lassen das Ganze tot. Ich find übrigens ziemlich geil, wie sich diese Pilze im Beat bewegen. Müsst ihr mal drauf achten, wenn da so Pilze am Boden sind. Also nicht die großen, sondern jetzt nur diese Deko-Pilze. Oh, was kriegen wir? Oh, Demeter. Ich liebe Demeter. Bringt uns natürlich, also die Papstrobe bringt uns mehr Soul Hearts. Das ist natürlich wunderbar, wenn man mehr Soul Hearts haben will. Sorgt einfach, ja, wie gesagt, für mehr Drops. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll. Die untere Kiste oder die obere? Ich glaube, ich gehe auf die untere. Ja, komm bitte, gib mir einen Schlüssel. Okay, das war ein guter Trade. Jetzt nochmal das gleiche hier bitte, gut. Und, naja, 2 Schlüssel für einen Soul Heart war nicht guter Trade, weil wir haben keine anderen Schlüssel, von dem her. Ich sollte die mal alle zuerst fertig machen. Okay, also Chubby ist normalerweise gut, aber ich wundere mich gerade, dass der Schaden so wenig ist bei ihm, also... Habe ich mehr in Erinnerung, aber das kann sein, dass er genervt wurde. Vermutlich sogar, ziemlich sicher. Oh, Zombies. Zombie, 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 Zombies. Oder Ghouls. Ich weiß ja noch nicht, wie ich die mit den offenen Augen nennen soll, aber egal. Hauptsache, wir kriegen den Deal. Ja, das war jetzt natürlich genius. Egal, Pestilence. Kriegen wir wahrscheinlich einen Cube of Meat. Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Ja gut, wir könnten auch den Bandagenball bekommen. Da sind wir uns aber noch nicht so ganz sicher. Ich finde diesen, der Stun-Effekt ist so geil. Ist so geil. Wir kriegen den Bandage Ball tatsächlich. Leider kein Deal, aber ist auch nicht so schlimm. Oh, wir sind bei 8 Minuten. Das ist noch total in Ordnung. Ich werde trotzdem nochmal kurz zu der goldenen Kiste gehen. Mal sehen, vielleicht kriegen wir Infamy oder sowas raus. Wäre ja mal ganz nett. Oh, okay, komm. Okay, das war es vermutlich wert. Ja gut, jetzt habe ich ja keinen Schlüssel. Ich muss kurz mal den Schlüssel holen. Leute, ihr müsst den Schlüssel holen, nicht? Klar. Der oh nein, war das schlecht. Ich gehe einfach davon aus, dass ich hier schon wieder das Soul Heart bekomme. Sorry, dass das Skill gerade noch nicht ganz so auf
der Höhe ist, aber das geht schon. Das kriegen wir schon noch gebacken. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Gimpy, I love you. Sehr gut. Schlüssel auch noch gekriegt. Weißt du, das ist wieder perfekt daran. Perfekt daran. Hey, super. So, wir können mal ganz kurz hier oben schauen, ob hier eventuell der Secret Room ist. Sieht so aus. Versuchen wir es doch mal. Öffne dich. Ach, ich kapiere es echt nicht. Ich blicke es einfach nicht. Ich kapiere es nicht. Das ist einfach nicht. Kapiere ich nicht. Okay, hier kann er, glaube ich, sein. Versuchen wir es. Nein, ich sag mal, ich verschwende heute meine ganzen Bomben, du. Ich glaube, ich nehme hier einfach mal alles. Ganz gediegen. Das war eine schlechte Pille. Das war Speed Down, glaube ich. Gedeck auf Cards ist natürlich normalerweise gut. Wir können da mal kurz ein paar Cent spenden. Ich will da ja auch nochmal sehen, was da so geht. Ich glaube, es gibt auch ein Achievement, habe ich gelesen, für 999 Münzen oder zumindest ein Item. Bin mir gerade aber gar nicht so sicher. So, wir haben 10 Minuten bei, was war's? Caves 2 sind wir jetzt. Das ist sogar ein ziemlich, das ist eine in Ordnung gelandet. Ist okay. Also das heißt, wir können es sogar noch in den Boss Rush schaffen. Ich glaube, uns fehlt mit ihnen auch ziemlich sicher der Boss Rush. Da bin ich mir fast 100%ig sicher. Weil, ich glaube, der ganze Satan-Weg müssen wir noch machen und den ganzen, oh mein Gott, schlecht, okay, egal. Was ist das? Tower haben wir schon gehabt, ne? Balls of Steel, oh yeah, I love it. Ich glaube, ich habe 2 rote Herzen. Ich will mir nicht, okay, das ist sehr gut. Ja gut, komm, wir nehmen es einfach jetzt mit, weil ich muss uns so viele Herzen hier zahlen. Ich weiß sicher, dass ich jetzt ein Herz habe, das heißt, ich kann hier reingehen, einmal zahlen, krieg die Portable Blood Bag, die ich jetzt einmal nehmen werde und natürlich wieder Deck of Cards, damit ich die Portable Blood Bag nicht mehr wiedersehe. Die können wir jetzt auch nochmal kurz mitnehmen. Und dann kümmern wir uns um sämtliche Zubats im Raum. Zubat, 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 Zubat. Oh oh. Ich liebe euch, danke. Tot. Und wir verschwinden. Das Schöne ist, die Bomben funktionieren jetzt auch wieder von alleine. Das heißt, ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Wundert mich jetzt, dass ich das nicht aufsammeln kann. Oh, Counterfeit Coin, glaube ich. Es gibt ja auch. Gibt es jetzt den Counterfeit Penny und den Counterfeit Coin? Oder haben die einfach beide umgenannt? Also in Counterfeit Coin. Weil ich weiß, dass es die Coin gibt, auf jeden Fall. Und früher hieß es ja Counterfeit Penny, also. Verschwörung auf jeden Fall. Oh nein. Danke, Fliege. Sehr gut. Bombe. Geh mal rein. Oh, das ist sehr gut. Wir kriegen Pillen. Pillen. Wunderbar. Oh nein, die Map. Ich Vollidiot. Okay, bitte sei gut. Amnesia ist natürlich total gut. Speeddown ist auch nicht gut. Das ist I Can See Forever. Das ist gut. Oh, ich will die Map haben. Bitte, 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 bitte gib mir die Map. Bitte, bitte gib mir die Map. Gib mir die Map, gib mir die Map, gib mir die Map, gib mir die Map, verdammt nochmal. Okay, gut. Ist auch einer von diesen Räumen wieder. Ich frage mich, ob die ganzen grauen Champions zu so merkwürdig beigen Champions geworden sind, weil ich sehe irgendwie keine grauen mehr. Ich sehe nur noch dieses merkwürdige Beige. Das verwundert mich. Oh, der Devil ist sehr gut. Der Devil ist sehr gut. Das werde ich natürlich dann im Bossfight einsetzen. Nach Möglichkeit, damit ich einfach erhöhte Chance habe auf den Devil Room. Und vielleicht kriegen wir dieses Mal dieses Sensen-Item. Das wäre mega geil, weil ich wollte das sowieso schon mal haben. Okay, Child's Heart ist natürlich super, weil, ja, also das ist jetzt natürlich blöd. Na gut, wir nehmen jetzt einfach den Devil mit, passt schon. Weil das ist aus dem Grund gut, weil, wenn wir nämlich, also das sorgt dafür, dass wir eine erhöhte Chance haben, rote Herzen zu spawnen. Und ich glaube, dadurch, dass wir den Miter haben, sind 50% aller roten Herzen, die eben auftauchen, eben Soul Hearts. Und das heißt, mehr rote Herzen bedeutet auch mehr Soul Herzen wegen dem Miter. Super Sache. Okay. Ja, ihr seht, dieser Effekt ist ziemlich gut. Pension Boy natürlich auch in Ordnung, weil er kriegt die Map. Sehr gut. Und wir kriegen, wie erwartet, den Trade. Aber die Schaufel will ich gar nicht. Na, dann nehmen die 2 schwarzen Herzen. Und verpiersen uns. Ja. Also wir haben den I Can See Forever Effekt. Das heißt, ich muss nichts mehr freibomben. Aber ich gehe trotzdem mal mich umschauen. Weil ich glaube, wir haben den Item Room noch nicht gefunden, oder? Oh nein. Ja gut, ist auch in Ordnung. Jetzt sind wir schneller durch. Oh, da ist er. Da ist der Raum. Der Raum der Wünsche.
So, Chubby ist anscheinend gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Stun, stun, stun. Da, 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 da. Da, 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 da. Wunderbar, wir gehen also runter. Oh, nochmal einen Cent, danke. Oh, ein schwarzes Herz, wunderbar. Okay, uns fehlt trotzdem noch der normale Secret Room. Wo der wohl ist, wir werden es niemals erfahren, dachte sich Isaac und verschwand in der Wand. Aber wir nehmen uns das mit. Ich hätte natürlich auch gerne die, das Herz, hätte ich mal das Geld nicht gespendet, die Vollidiot. Egal. Da ist er, der Item Room unserer Wünsche. Muss gerade mal kurz hier schauen. Oh, Demon Bomb. Overpowered, overpowered. Jetzt ist die Chance, dass wir Soul Hearts bekommen, natürlich übertrieben hoch. Komm, nimm mal. Danke. Also, bis jetzt noch nicht danke, aber ist egal. Egal, wir spielen hier sowieso nicht auf den Dingens Run hin. Aber wenn, falls ich ihn kriegen sollte, den, ihr wisst schon. Ihr wisst schon. Ja, fail. Was wollte ich jetzt mal sagen? Falls ich den Boss Rush trotzdem schaffen sollte, also hinkommen sollte, dann ist natürlich schön. Man kann es noch machen. Ich denke, man kann es noch schaffen. Ich bin jetzt mit Caves 2 fertig. Ich muss nach rechts. Pfeife. Voll idiotisch. Gut, wir haben die Map, glaube ich, aber das ist gut. Das ist sehr gut. Weil dann kann ich ein bisschen eventuell mit der Kunst der Deduktion den richtigen Raum erraten. Leider keins, aber ich glaube, so ungefähr alle 1,5 Herzen wird er uns was droppen. Und durch Child's Heart haben wir natürlich mehr rote Herzen, das heißt im Endeffekt auch... Oh, ich glaube, eine von denen ist gut. Ich glaube aber die da hinten nicht. Ich schau mal die. Balls of Steel, oh mein Gott, ich bin so glücklich. Okay, wir nehmen uns die Tower mit. Und weiter geht's. Ach, die guten alten Arschlöcker. Die Arschlöckleys, hello. Ja. Wir mögen es hier zusammen. Okay, das heißt, wir kriegen Wheel of Fortune. Das ist natürlich wunderbar. Interessiert aber keine Sau. Hier ist auch nichts los. Wir schauen nur ganz kurz unten, ob hier der Item Room ist. Nein, tatsächlich ist er das nicht. Ich kassiere unnötigerweise. Und ich frag mich echt... Wow, das war gerade ein sehr interessanter Dodge. Hätte ich nicht... Oh, wartet. Okay. Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert, dass Bumpfriend einfach nichts aufsammelt. Das ist so ein richtiger Assi. Du läufst einfach nicht die Strecke. Will, dass wir das dem immer hinkicken. Das ist der Pinraum. Pinraum! Zum Glück haben wir relativ guten Schaden. Aber es dauert irgendwie trotzdem ewig um 3 Tage. Stirb! Okay. Wie halt einfach immer noch da ist. Okay, das ist einer von diesen richtig nervigen Räumen. Wo du, wenn du nicht overpowered bist oder Piercing Shot hast, einfach Ewigkeiten brauchst. Das heißt, wir kriegen kein... Also bitte... Darkbomb, bitte. Ich finde es gut, dass wir uns wenigstens aus, hier zusammen, ne? Gegenseitig helfen, das finde ich super. Droppt mir mal ein Soul Heart, danke. So. Es dauert gerade etwas lange, fällt mir auf. Egal, Hauptsache wir haben die Map, das heißt, ich kann nämlich immer die Räume auslassen einfach. Ey, geil, das habe ich noch nicht gewusst. Das ist ja mal richtig geil gemacht. Das heißt, wenn ich die... Ich kann mir gerade... Danke. Komm, 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 komm. Junge, wie geil ist das denn? Einfach kurz das Ding. Gimpy, danke. Komm schon. Oh Junge, stirb doch einfach. Es will keinem. Danke, tot. Also, das ist, hat jetzt gerade ein bisschen lang gedauert. Also, ich bin gerade... Ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe. Das wird schwer. Hm. Wird, glaube ich, auch nichts. Aber dank der Map haben, können wir einige Räume skippen, wo ich normalerweise in die andere Richtung halt laufen würde, logischerweise. Also, die Map ist sehr, sehr hilfreich. Ich würde sagen, die Map ist mindestens genauso hilfreich wie der Kompass. Oh, jetzt kann man hier das Ultra-Statement... Oh, Robo-Baby 2.0, interessant. Wer weiß, vielleicht kriegen wir ja wieder BFF. Das wäre auch ziemlich cool. Vor allem, ich glaube, ich weiß nicht, ob dann... Ich weiß es ja immer noch nicht, ob dann Dark Bomb wirklich besser wird oder ob er genauso gut ist. Weil ich meine, er wird größer. Vielleicht wird er dann auch ein bisschen... Ja, weniger geizig, aber das wissen wir nicht. Wir nehmen uns hier natürlich nichts. Das war total verschwendet, ich weiß, ich weiß. Okay, das wird jetzt sehr schwer, weil ich glaube, das kann man schon fast nicht mehr schaffen. Naja, egal. Hauptsache, wir hatten unseren Spaß. Und es ist natürlich Bloat, was denn auch sonst... Gimpy, danke sehr.
Kann ich immer sagen, yo, das war ja alles geplant mit dem Schaden nehmen, ne? Aber ich finde, das finde ich ein bisschen schade, dass es mit dem, dass es anscheinend irgendwie nicht ganz funktioniert mit den, Alter, Gimpy gibt mir gerade mehr Soul Hearts, als ich die verliere. Dass es nicht ganz funktioniert mit dem roten Trend, dass die dann auch alles dann. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Aber naja, vielleicht ist das ja ein Bug, der irgendwann gefixt wird. Robo Baby, was geht eigentlich mit dem ab? Läuft er einfach in der Ecke rum, juckt den gar nicht. Tot. Okay, wir kriegen hoffentlich nochmal ein Soul Heart. Nein, aber Jesus Juice ist sehr gut. Sehr gut. Ich liebe sowieso Damage Ups mehr als HP Ups. Ich stehe voll auf Glass Cannon Runs. Okay, wir gehen natürlich hier runter, um das kurz auszuchecken hier. Was soll das? Tears Down ist natürlich super geil. Einmal hier hoch, um zu checken. Oh, hier ist ein Steinchen, aber den kriegen wir leider nicht. Also ich muss sagen, Robo Baby 2.0 ist bis jetzt total nutzlos. Keine Ahnung, ich mag das nicht, wenn ich noch parallel was steuern muss, weil, ja, ich kann mich nur auf eins konzentrieren. Sorry. So funktionieren meine Gehirnhälften halt einfach nicht. Kann man sicherlich ab und zu einsetzen, aber naja. So ultra mega ist das nicht. Hier könnte man jetzt natürlich, wenn man schlau ist, vielleicht den Secret Room nochmal mitfinden. Tatsache. Bitte nimm mein Geld, mach mich arm, ich habe dich gern, wenn du mir ein Item gibst. Wenn du mir ein Item gibst. Was ist das? The Black Bean, wow. Das war's total wert, yay. Okay, wir haben eine jetzt haben wir unsere Shorts auf dem Boss Rush verspielt. Schade war's. Hätte man bestimmt schaffen können, aber ist jetzt auch egal. Hauptsache, wir haben hier unseren Spaß. Können wir auch mal einsetzen? Ja, gut. Hätte man jetzt noch warten können, aber ich denke ehrlich gesagt nicht, dass wir die vollen, die vollen 17 Bomben brauchen werden, weil ich benutze jetzt die Bomben jetzt nicht so hardcore in Bossfights. Obwohl ich das tun sollte, weil wenn ich Bomben benutzen würde, würde ich vermutlich wesentlich öfters auch in den Boss... Wow! Boss Rush kommen. Ach, ich liebe es. Bitte nicht. The Jar. Okay, das Ding ist total unnötig. Damit kann man rote Herzen aufbewahren, aber naja. Schade war's. Was ist das? Chemical Peel. Nochmal Damage Up. Alter, was? Wir kriegen lauter so richtig interessante Damage Up. Nicht so Larifari, was man so überall sieht, aber nur spezielle Sachen, du. Okay. Ich weiß nicht, wie ich da nicht in der Hitbox dann stand. Keine Ahnung. Stirb. Okay, wunderbar. Das heißt, wir können uns jetzt wieder ein bisschen chilliger Zeit lassen und so. Wir können auch mal hier eine Bombe placen und hoffen, dass wir was kriegen. Tatsächlich bekommen wir Two of Clubs. Also ich sag's doch, wir brauchen die Bomben eh nicht mehr. Okay. Und das ist auch natürlich dezent viel Geld oder so, ne? Nur mal hier, ne? Nur mal ein bisschen Geld gekriegt, ne? Wäre halt jetzt geil, wenn wir zum Beispiel, wir jetzt gleich Money Equals Power bekommen würden. Das wäre echt cool. Aber da müssen wir noch schauen, du. Mom. Isaac, ich schaue, bei der Stage schaue ich immer, also das ist der rote Mom, die voll aggro ist mit ihrem Fuß. Aber bei der Stage schaue ich immer, ob es noch irgendwelche Steine zum Zermalmen gibt. Dann benutze ich natürlich sie, wenn es möglich ist. Hui. Wow, du hast wirklich einen guten Job gemacht, Auge. Wirklich unglaublich. Ich glaube, das ist ein No-Hit-Fight. Easy. Easy. Bei der roten Mom ist es aber auch jetzt nicht so der Mega-Hit. Das zu schaffen. Unglaublich, er wird das schaffen. Ist das möglich? Ja, tatsächlich. Also wir kriegen Two of Hearts, verdoppelt unsere Herzen, ist natürlich nicht so der Mega-Hit. Ich weiß, dass Negative rechts ist und ich brauche den Negative, also nehmen wir den Negative. Und wir nehmen Judgment. Gut, wir schauen mal rein. Krampus, bitte gib mir die Lamp. Obwohl das Krampus-Item das andere ist auch gar nicht so übel, wenn man kein gutes Passiv, Aktiv-Item hat. In dem Fall würde ich, da wäre ich damit zufrieden. Aber Lamp of Call wäre natürlich mega grande. Bitte, wissen wir nicht, was ist es? Lamp of Coal, oh yeah. Die Trennen, die Effekte sind gerade richtig geil. Ich feiere das total.
Feier das total. Gegen Robobaby fahre ich überhaupt nicht. Das Ding kann gar nichts. Steht einfach nur so total sinnlos rum, denkt sich, yo, warum bin ich eigentlich hier? Ich habe nichts zu sagen. Ja, wir brauchen nicht das mit den Two of Hearts, das bringt uns absolut nichts. Vor allem, weil wir jetzt auch kein Geld mehr, kein Leben mehr spenden können. Mal schauen, hier ist mal wieder nichts Sinnvolles drin. Super, super, super. Ich liebe diesen Raum. Irgendwie finde ich den Raum auch ziemlich billig, muss ich sagen. Aber das muss daran liegen, dass einfach alle Gegner hier drin billig sind. Wir kriegen eine Pille. Pretty Fly, sehr gut. Danke, wir haben also 3 Orbitale. Das ist sehr gut. Orbitals sind generell sehr gut. Vor allem die, die Damage machen, wie zum Beispiel Bandage Ball. Bandage Ball ist natürlich mit vorne dran. Was Damage angeht. Oh, danke, das ist nett. Wupp, wupp. Ich weiß nicht, ob ich es nehmen soll, aber ich nehme es jetzt einfach mal. Einfach nur, damit es lustiger ist. Oh, jetzt fragt ihr mich wieder hier. Rätselstunde ist egal, wir haben 32 Bomben, juckt mich nicht. Zack, zack, zack. Hallo, zack. Jetzt können wir nochmal überprüfen, ob ich hier was... Ich glaube, das ist... okay, doch nicht. Puberty, dann ist super. Speed Down, okay, das hätte ich wissen sollen. Amnesia, das hätte ich auch wissen können. Pretty Fly, das habe ich gerade eben benutzt. Ich bin so eine richtige Pfeife, egal. Also, nehmt immer die dritte Pretty Fly auch. Einfach nur mit der Begründung, weil wenn ihr zufälligerweise noch 2 Cube of Meats bekommt, verliert ihr ja euren Cube of Meat, weil dann habt ihr einen kleinen Meat Boy. Und dann kriegt ihr die dritte Pretty Fly dazu. Das ist also ziemlich sweeter Tipp. Es ist richtig bitter eigentlich, dass ich gerade 4 Bomben verbraucht habe, obwohl ich eigentlich hätte wissen müssen, dass die alle schlecht sind. Richtig unnötig. Egal. Okay, das ist Pretty Fly. Oh mein Gott, ich habe so ein gutes Gedächtnis. Glaubt mir bestimmt jeder. Okay, bitte stirb. Bitte stirb. Bitte stirb doch einfach. Ich hasse dich. Das ist wieder so ein ganz typischer Binding of Isaac Boss, wo du einfach denkst, ne? Du als Normalsterblicher so, ja. Ja, das ist gerade passiert. Ich habe gekämpft gegen einen merkwürdigen Scheißhaufen. Okay. Ja, tot. Wie erwartet. Wir kriegen hoffentlich nochmal ein Soul Heart. Geh. Geh und hole uns das Soul Heart. Geh und hole uns das Soul Heart. Komm. Ja, put, put, put. Super. Super hast du es gemacht. Okay, ich nehme jetzt natürlich nicht Temperance Mist. Das bringt uns nur, dass wir eine Blutspendemaschine machen können. So ein Blutspender, aber das bringt uns ja nichts, weil, ja, wir haben nur ein Herz und das kostet ein Herz. Das heißt, es kostet, da wir sonst an einem roten Herzmangel sterben würden, quasi Soul Hearts. Oh nein, ich kenne diesen Raum noch nicht und ich will ihn auch gar nicht kennen. Oh, das ist gar nicht so schwer. Das ist aber voll der billige Raum eigentlich, wenn man den Schaden hat. Ansonsten ist es, oh scheiße. Ansonsten ist das voll die Hölle, nehme ich an. Hui. Absolut Zerstörung. Kriege ich nochmal einen Solar? Ah, ich glaube, die haben die Rate echt von dem voll runtergedreht. Safety Cap bringt, dass wir mehr Pillen kriegen. Ich würde aber gerne einfach den Damage mehr haben. Also ich glaube, dass Wupp-Wupp mehr Damage bringt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, dass es sozusagen bringt, dass im Prinzip jeder zweite Schuss mehr Damage macht. Okay, da nichts ist, wir sehen es ja auf der Map, können wir auch einfach dabei belassen, nicht? So, können wir mal weitergehen. Pip, hallo. Okay, Pip, ich hoffe, dass er auch ein bisschen versteinert wird. Also wirklich hohe Feuerrate oder viel Glück mit im Zusammenhang mit Mums Contact ist einfach nur derbe geil. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, ich feiere das total ab. So, was ich nicht so feiere, ist The Womb. Keine Ahnung. Ich mag das einfach nicht, ich finde es irgendwie total langweilig. Wenn ihr andere Meinung seid, dann schreibt mir doch mal bitte warum. Ich finde einfach, keine Ahnung, es gibt da nichts zu finden. Das einzige coole an The Womb ist echt der Mom, also der It Lives Fight. Gegen Muttis Herzchen. Aber da, selbst da muss ich sagen, ja, toll. Mache ich halt auch jeden Run. Joker, oh ja, ich liebe Joker. Danke, danke, danke. Wir haben Joker gekriegt. Wisst ihr was, dann Playstation. Oh nein. Ja gut, wir müssen es jetzt so machen. Sonst hätte ich den ganzen Weg rumlaufen müssen. Das wäre total bescheuert. Ich werde jetzt Folgendes machen. Und zwar
Ich werde hoffen natürlich, dass ich hier ohne die Joker-Karte in den Devil Room bekomme. Und dann, meine Damen und Herren, geht's richtig zur Sache, weil dann wird's nämlich lustig, weil dann, lass mich durch, ja, kann ich in der Dark Room, glaube ich, oder in, bei Satyrnchen, da geht's, glaube ich, auch, kann ich dann nämlich, unter Umständen nochmal in den Satan, beziehungsweise halt in den Deal-Raum, das wäre auch ziemlich geil. Okay, mal schauen, wie weit das da so weg ist, ja, ungefähr hier, würde ich sagen. Jo. Also nicht hier, das heißt vielleicht da oben. Hui. Okay, sehr gut. Wer sucht, der findet. Wir finden Greed und der kann nicht wirklich viel. Tot. Schade, wir hätten eigentlich noch irgendwelche coolen Items bekommen können, aber es ist bei Geld geblieben. Und ich denke, wir sind eigentlich relativ gut dabei, würde ich sagen. Was die Leben angeht, was den Damage angeht, auf jeden Fall. Was die Tier-Effekte angeht auch, was die Protection angeht auch, was alles angeht. Wir sind voll ausgerüstet. Leider haben wir es nicht in den Boss-Rush geschafft. Das ist ein bisschen schade, aber egal. Geht schon in Ordnung, würde ich sagen. Okay, das heißt, hier wieder so ein richtig nötiger Boss, der übrigens easy ist. Normalerweise ist meine Strategie, dass man sich um alles einzeln kümmert. Oh mein Gott. Das ist gerade schlecht. Egal. Keine große Sache. Ich sollte eigentlich mehr aus der Range schießen, weil ich habe ja Lump of Coal. Gut, eins der schlechtesten Items, was man vom Boss bekriegen kann. Vor allem Shotspeed. Ich hätte es gar nicht nehmen sollen. Ich glaube, dadurch werden die Tränen nicht groß genug. Egal. Wir gehen natürlich zum Joker rein. Und er gibt uns... Ich glaube, das ist Demon Baby. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Demon Baby, ja. Auto Turret Friend. Das ist ziemlich geil. Schaut euch mal, was wir hier für eine Sippe in uns herziehen. Richtig krass. Okay, krass. Ja, ich weiß nicht. Nee, das lohnt sich gar nicht, dahin zu gehen. Wir haben ja den Chariot, das ist eh besser. Obwohl, ach, ja gut, jetzt ist auch vorbei. Ich hätte noch mein ganzes, also ich hätte den Chariot nutzen können, um aus der Blutspende-Maschinen-Dings halt möglichst viel rauszubekommen, aber so wichtig ist das jetzt auch nicht. Was will ich mit Geld? Das Einzige, was ich da bekommen hätte können, haben, tun, wäre, ja, was dann eigentlich? Ja, eine Bloodbag, das wäre noch gut gewesen, aber naja, nicht sonderlich wahrscheinlich. In der kurzen Zeit. So, wir können jetzt mal ganz kurz unseren Auto-Turret-Friend benutzen. Der ist übrigens ziemlich gut. Ich feiere den. Vor allem im Early-Game ist der richtig gut. Aber was auch natürlich gut ist, ist, wenn ihr BFF habt, dann geht der richtig ab. Okay, stirb. Tot. Wir kriegen hier eine neue Karte, The Tower. Wir kriegen nochmal eine neue Karte, Temperance. Oh, da können wir es doch machen. Cool. Los geht's. Chaka. Ich habe jetzt keine Leben. Ich hoffe, dass es funktioniert ohne... Ich glaube, es funktioniert. Ansonsten sterbe ich halt. Ja, YOLO. Komm schon, mach hinne. Okay. Leider kein Leben bekommen, aber gut genug. Ihr habt gesehen, es funktioniert. Ich glaube, das ging früher nicht. Ich habe es dann aber irgendwann rausgefunden, dass es doch wieder geht. Also ich glaube, das war so eine Art Bug. Der wurde dann aber gefixt. Sehr schöne Sache. Okay, danke. Sei gut. Naja. Ob das gut ist oder nicht, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ich würde sagen, nein. Oh nein. Oh mein Gott, der hat Gravitation. Nein. Jeder hat Gravitation, die Pfeife. Nein, der hat diese special lila Anziehungskraft-Sache. Und ich denke, ich werde hier direkt in den Bossfight reingehen, weil was will ich hier sonst anders noch Interessantes machen? Das ist total langweilig. Okay, das einzige Spannende an The Womb kommt hier gerade. Meine Damen und Herren, ich darf ihn präsentieren. It lives. Oh ja, it lives. Es lebt tatsächlich. Oh nein. So, ich muss von hier schießen, habe ich größere Tränen, die mehr Schaden machen. Und dann muss ich hoffen, dass meine Orbitals genug abfedern. Oh shit. Wie einfach gestunt. Wie es einfach gestunt ist und einfach nichts mehr macht. Okay. Ja. Bitte blockt einfach alles. Passiert halt einfach nichts mehr, weißt du? Okay, ja. Gut. Wir müssen natürlich nach unten. Und ich glaube, okay, ich weiß noch nicht, ob hier irgendwas geht. Es sprengt irgendwas, aber bringt nichts.
Interessant und uninteressant zugleich, egal. Wir sind bei Satan, unserem guten Freund im Sheol, beziehungsweise in der Halle. I can see forever, ist gut. Ich weiß nicht, ob jetzt links eventuell der Top-Secret Room ist, kann sein. Ich werde jetzt auf jeden Fall nach oben gehen. Oh, gut. Direkt eine goldene Kiste gefunden und es ist drinnen einiges an Zeug. Gib mir Solat. Hä, warte mal, wo ist unser rotes Herz hin? Hä? Wo ist unser rotes Herz hin? Nein, ehrlich, wo ist es hin? Hä? Das kapiere ich jetzt irgendwie nicht. Egal. Wird schon passen. Oh, nein. Okay, Gimpy, danke. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Gimpy. Oh, oh mein Gott. Cricket's Head. Ja, also das ist wirklich eins der besten Items. Polyphemus könnte man sagen, ist noch besser. Aber ja, da kann ich mich, oh shit, da kann ich mich gar nicht beklagen. Sind alle tot? Ich glaube schon. Gut, wir kriegen The Stars, teleportiert uns random. Das brauchen wir nicht. Obwohl, das könnten wir gebrauchen, aber eher nicht. Was kriegen wir hier? The Chariot. Das ist auch gar nicht so schlecht. Vor allem mit dem Ball können wir da ziemlich viel Damage machen. Random Teleporter, nein. Wir nehmen The Chariot mit und gehen in den Bossfight. Okay, und Sploosh. Ja, das Timing ist easy mittlerweile. Kann ja nichts, der Boss. Der erste dürfte gleich sterben. Der zweite vermutlich auch gleich. So, dich können wir auch mal ein bisschen mit Bomben fertig machen. Oh, ganz ruhig. Junge, wir einfach meine Orbitale einfach alles blocken. Ich juck den halt einfach absolut nicht. Was auch geil ist, ist, wenn wir die stunnen, die Füße. Oh shit. Ich hab gar nicht so viel Leben. Junge, ich muss aufpassen. Shit. 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 Nein. Oh mein Gott, nein. Okay, beides tot. Wir kriegen hoffentlich nochmal Solats. Bitte gib mir Solats. Bitte, bitte, bitte. Ein Solat, zwei Solat. Sehr gut. Und wir gehen in Darkroom. Das ist gerade echt gar nicht so einfach, weil wir haben momentan nur 6 Leben. Wenigstens haben wir The Chariot. Okay, eins mehr. Ach, bitte, 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 bitte. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das könnte gut sein. Tearstone ist nicht gut. Amnesia ist erst recht nicht gut. I can see forever ist gut. Und Speeddown, ich weiß nicht, ist glaube ich nicht gut. Gut, wir gehen weiter. Oh nein. Shit. Da konnte ich nicht viel machen. Oder vielleicht doch. Man weiß es nicht. 4 Monstros ist billig. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Vor allem für Darkroom. Leute, Alter. 4 Monstros. Das schafft man ja in Caves 2 schon easy. So. Muss sich nur ein bisschen bewegen, weil manchmal machen die ihre großen Jumps und dann das Ende Gelände. So, der erste ist schon down. Genau, guck mal hier. Wir Circle strafen die einfach mal. Lalalala. So, alle down. Wir kriegen vielleicht einen Solat oder so. Nein? Kein Solat? Nein? Ich gehe mal rechts. Ich glaube, ich gehe relativ häufig sogar links. Oh mein Gott, der geht links. Das ist ja unglaublich. Das ist unerhört. Ich glaube, hier ist es sogar schlauer, wenn man sie nicht schlucken lässt, weil dann explodieren die bei allen und machen sozusagen bei allen Schaden, anstatt dass es nur bei einem Schaden macht. Und die langsamen Chubs sind ja echt richtig billig. Ich glaube, das sind einfach die grauen Champion-Chubs. Oder was machen die? Okay, die spawnen sogar was. Also, ich habe das eigentlich nicht erwartet bei so einem schwachen Gegner, aber egal. Okay, wir gehen nach rechts. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse dieses Viech, ich hasse es. Ich kann es gar nicht leiden, ausstehen kann ich es nicht. Eventuell ist das sogar ein The Chariot-Kandidat, wobei
Ich weiß, Junge, das ist, ich finde das so asozial. Ich hasse dieses Viech, das ist total, das ist total zu stark. Okay, der erste ist down. Das hat mir gerade irgendwie 3 oder 4 Herzen gekostet. Sag mal, ist das ein Scherz oder was? Ich hätte wahrscheinlich einfach, oh, das könnte gut sein. Haben wir schon. Das ist, glaube ich, schlecht. Pheromones, sehr gut, kann man gebrauchen. Bombsaki ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich gehe jetzt nach rechts raus. Einfach nur, damit ich alle Räume gesehen habe, sozusagen. Chill doch einfach mal. High Priestess ist gut. The Chariot ist natürlich besser, aber oh, ich muss trotzdem nach oben, ne? Um mir sicher zu sein. Jo, ganz ruhig, Freunde. Okay, ich glaube, ich nehme jetzt, ja, wir nehmen die High Priestess auf jeden Fall mit. Falls wir in einen relativ schweren Bossraum kommen sollten, kann ich mich immer noch einigermaßen retten. Ich muss mich um einen zuerst kümmern. Okay, sehr gut, einer ist down. Das heißt, ich kann das doch einigermaßen gut machen. Stirb. Stirb, sehr gut, sehr gut. Das ging einigermaßen reibungslos. Okay. Ja, das ist ein ziemlich billiger Raum normalerweise. Stirb, bitte, einer nach dem anderen. Tod. Bitte sei da. Ja, wir haben gut geraten. Oh, sehr gut. Ja, jetzt weiß ich nicht, was besser ist. Wahrscheinlich ist sogar The Chariot besser. Ich habe noch nicht den zweiten Secret Room gefunden, ne? Wo ist der? Ich glaube, habe ich den nicht irgendwo schon gesehen? So ein bisschen angedeutet? Nee, ne? Nee. Ja gut, wir nehmen The Chariot mit. Ich nehme an, dass das mehr Damage machen sollte. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Das wird schwer. Das kann ich euch versprechen. Das wird auf jeden Fall schwer. Ich muss, wenn ich den Ball benutze, dann könnte es funktionieren. Oh shit, Alter, The Lamp. Ich glaube, das wird das schwerste, The Lamp. Wünsch mir Glück. Wir gehen rein in 3, 2, 1. Oh mein Gott. The Lamp! Chris ist da. Da 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 da. Unser Schaden ist sogar einigermaßen steady. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es schwer ist. Keine gute Attacke oder so, ne? Gar nicht gut. Alter, Dodging Skills mal ausgepackt, oder? Shit, 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 shit. Stirb doch einfach, ich hasse dich. Ich will nur den Körper ganz kurz killen, weil... Okay, ich glaube, der Körper ist down. Noch nicht! Noch immer nicht! Das ist so unnötig. Okay, jetzt müsste er doch langsam sterben. Okay, gefährlich, gefährlich. Okay, der ist down, der ist down, der ist down. Der Körper ist down. Jo, wahrscheinlich, oder? Okay, wir machen das jetzt easy. Yes! Wir haben es geschafft. Jawohl. Ja, das ist natürlich jetzt eine ziemlich coole Sache. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ende an und auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr auch wieder dieses Mal dabei wart. Bewertungen und Kommentare würde ich mich wie immer freuen. Der arme vermisste Isaac schaut uns an durch das Bild. Ja, und ich weiß jetzt nicht, was wir bekommen haben, aber bestimmt was richtig Geiles. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, ciao und bis zum nächsten Mal.